So, okay. Weil ja der dritte Talk heute ausgefallen ist, haben wir uns überlegt, dass wir jetzt einfach eine kurze Feedback-Diskussionsrunde mit euch machen. Also prinzipiell dazu, wie euch das Format Netzpolitischer Abend gefallen hat, beziehungsweise auch, welche Ideen ihr habt, welche Themen man bearbeiten könnte, wie sich das Format vielleicht verändern könnte. Und wollte da mal so prinzipiell als allererstes von euch ein bisschen Feedback einholen. Wie seid ihr zufrieden mit dem netzpolitischen Abend? Nicht nur heute, sondern generell. Mag da wer was sagen? Geht's hier? Ja, sehr gut. Das ist viel besser. Ja, genau, also wir würden uns einfach sehr, sehr freuen darüber, wenn ihr uns ein bisschen Feedback gibt. Haben euch die Themen gefallen? Findet ihr das Format an sich gut? Aber auch, wenn ihr Ideen habt, was man besser machen könnte. Und ja, ich glaube, da gibt es schon was, oder? Claudia, ganz hinten rechts. Ganz hinten rechts. So, da ich das erste Mal seit 12 netzpolitischen Abenden da bin, wäre es, glaube ich, die bessere Frage, wenn du fragen würdest, wer ist zum ersten Mal da und wie haben wir hergefunden? Genau, super, danke. Genau, wer ist zum ersten Mal da heute? Das Wow. ist ja sehr gut, ja. Und wie habt ihr hergefunden? Ja. Irgendwas anders als Facebook? Wer hat nicht über Facebook hergefunden? Wie hast du hergefunden? Wie habe ich hergefunden? Von den MetaLab-Ankündigungen von der Mail-Liste. Außer MetaLab und Facebook? Wie hast du hergefunden? Chaos Computer Club. Wir machen jetzt einen analogen Survey. Noch was anderes außer diesen Kanälen hier? Die Magdalena hat mir geschrieben. Persönliche Netzwerke, sehr gut. Das gilt auch für dich, okay. Sonst noch was, was jetzt noch nicht erwähnt wurde, was spannend wäre für uns zu wissen? Okay. Aber ja, schon relativ viel digital. Vielleicht auch an die anderen, die nicht zum ersten Mal da sind. Wie bekommt ihr die Information? Ist das Facebook? Mag mal wer aufzeigen, wer über Facebook das Ganze? Finde ich sehr gut, dass es gar nicht so viele sind. Twitter, wir sind wahrscheinlich sehr viele Twitter-Leute hier, oder? Keine Dreieinhalb Finger. Daumen. Es waren Finger, es waren verschiedene Finger, bitte. Ja. Ja. Mehr Diversität für Finger, nicht nur Daumen. Da wären wir wieder beim Thema Facebook. Ja, und sonst Webseite? Schaut sich irgendwer im Nachhinein die Videos an? Das solltet ihr vielleicht noch mehr tun. Finde ich super, dass wir da Videoproduktion Oder haben. schaut jemand, wenn er nicht kommen kann, so wie unsere Barbara aktuell? Hallo Barbara. Okay, lohnt sich auch, wie es ausschaut? Ja, und was ich sehr interessant finde eigentlich, ist Themen. Themenwünsche. Themenwünsche vor Genau, allem. was gab es noch nicht, was gab es und hat Spaß gemacht, war interessant und sollte weiterverfolgt werden in einer 2.0-Version oder einem Update oder so. Möchte irgendjemand mal sagen, was bisher sein Lieblingsthema war? Ich fange mal an. Mein Lieblingsthema waren die Open Knowledge Maps. Das war super. Aber auch, weil es sehr gut zu unserem Wikimedia-Umfeld passt. Ah, hier ist noch jemand anders. Moment. Mein Lieblingsthema war das Informationsfreiheitsgesetz. Auch ein Klassiker, ganz groß, auch bei mir weit oben. Sonst noch jemand, der sagen möchte, hier Sonja. Ich fand es ganz cool, dass wir damals die Leute von der Arbeiterkammer Wien eingeladen haben und zu dem Crowdworking-Thema, das die was gesagt haben, weil das ein bisschen so außerhalb unserer eigenen Elite, unserer eigenen spezifischen Bubble war. Also das war mal ein interessanter Exkurs. Sowas ist vielleicht öfter mal interessant, wenn es sich ergibt. Dankeschön, also mehr outside of the bubble. Sonst, ich habe noch Finger gesehen. Wo sind die Finger? Hinten, ich gehe kurz nach hinten.
Ich habe zwar kein Lieblingsthema, aber mich würde immer wieder mal interessieren, so der aktuelle Stand von. Also es gibt ja immer verschiedene Initiativen, die gerade am Laufen sind oder wie der Sobotka gerade wieder lustige Überwachungsvorschläge macht. Einfach da so einen aktuellen Stand, so als Kurzzusammenfassung, wie was steht und wogegen man gerade sein kann. Was ich da gleich... Oder wofür, ne? Ja. Also was ich da gleich empfehlen kann, der Thomas Lohninger hat auf dem Chaos Computer Kongress in Hamburg letzte Woche so einen Jahresrückblick zur Netzpolitik in Österreich gemacht. Da wird es von Staatstrojaner über Informationsfreiheitsgesetz und so weiter einiges genannt. Das ist, glaube ich, mal so ein ganz guter Überblick, was ist gut gelaufen und was ist auch gar nicht gut gelaufen letztes Jahr. Und da werden auch die unterschiedlichen Projekte und Initiativen auch mitgenannt. Ja. Damit ist der Thomas heute auch hier, obwohl er nicht da ist. Genau, der schaut wahrscheinlich auch in aus seinem Marrakesch. Geiste. Amen. Es ist auf YouTube. ich habe vorher noch Mehrfinger gesehen. Hat sich jetzt jemand hier wieder zurückgezogen? Irgendwie jemand wollte doch noch sein Lieblingsthema teilen, oder? Ach, kommt. Oder habt ihr sonst irgendein Thema, was euch so ein bisschen unter den Fingernägeln brennt, wo ihr gerne mal was hören würdet dazu? Na, hier, eine Meldung. Also das Thema Informationsfreiheitsgesetz ist ja noch nicht gegessen, das ist ja eine Never-Ending Story und das sollten wir im Auge behalten, da sollten wir uns weiterhin informieren und informieren lassen. Ist das jetzt angekommen? Also Update Informationsfreiheitsgesetz. Okay, dann habe ich hier drüben gehört, wo fangen wir an? Aufpassen mit Mikro. Du hast ganz viele Ideen, möchtest du eine teilen? Nein? Aufpassen mit Mikro vom Boxen. Hier hinten gibt es noch was? Ja, weil das Thema gerade IFG gefallen ist. Ich glaube, es wäre förderlich, wenn man schaut, wie externe Vereine oder parteinahe Institute einzuladen, um die dann Themen nahe zu bringen und die Programmpunkte in Parteiprogramme reinzubringen oder die aufzuklären. Also ich glaube, also irgendwann mal da wäre vom BK da, wenn ich mich nur erinnere, vor Monaten und ich fand den Ansatz an sich ganz gut. Möchte jemand widersprechen, der da Gänsehaut bekommen hat? Oder? Ne? Okay, gut. Finde ich auch gut, aber wer weiß. Sonst noch? Habt ihr sonst Ideen? Irgendwas, Wünsche, was ihr sagen wollt? Träume, Visionen. Es war ein halber Finger, darf ich? Ja, random. Ja? Random irgendwas, Datenjournalismus. Ein bisschen den Journos ein bisschen was geben, ja, dass sie mehr auch Presse für unseren tollen netzpolitischen Abend machen können und selber kommen. Gute Idee. Sonst noch Ideen? Wünsche, Anregungen? Ja. Also, wenn irgendjemand eine hochqualitative, super gute Kamera hat, die er hergeben möchte, damit der Livestream noch besser und qualitativ hochwertiger wird, wir würden uns freuen. Unterstütze ich vollkommen. Ja, also auch technische Wünsche sind erlaubt oder Formatswünsche, also... Müssen wir noch interaktiver werden? Klappt ja ganz gut, wenn man die Leute mal fragt, so wie jetzt gerade. Na, also wir freuen uns natürlich auch über Feedback auf allen anderen Kanälen, wenn ihr das jetzt, wenn das noch nachwirkt und euch heute Nacht die Erleuchtung kommt oder auf der Toilette, das passiert ja auch öfters. Ein kurzer Tweet oder so mit Themenwünschen oder anderen Ideen wird auf jeden Fall aufgenommen. Na? Ja, genau. Dann sind wir am Ende, wenn jetzt nicht jemand doch noch einen Finger streckt. Letzte Chance. Gut, dann haben wir noch die Lightning Talks und da begebe ich jetzt aber wieder an Stefan. Ich habe mich jetzt hier einfach so eingemischt. So.